Wieder da bei Let's Play Darksiders. Wieder mal am Anfang eines Videos mit Vulgrim. Irgendwie ist das schon beinahe gruselig. Artefakte tauschen. Nun haben wir fast 1500 Seelen, die wir auch gleich investieren wollen. Harpunenangriff. Definitiv. Definitiv. Ich liebe diesen Angriff. Und ansonsten muss ich der Rest mal gedulden. Yep, jetzt ist dieser Angriff wesentlich kraftvoller. Schau es euch an, wie doll er glüht. Nein, das war der falsche. Das! Sehr schön. Tauchen. Wo geht's hin? Ah! Endlich! Ein Lebenskern. Tatam! Sehr gut. Da fehlen da jetzt auch nur noch zwei. Ich brauche auch unbedingt mehr Leben. Damit ich nicht so schnell abkacke, das ist ja grausam. Gucken wir uns nun den Rest dieser Umgebung an. Hier haben wir wieder ein größeres Haus, Hotel oder was immer. Und hier scheinen wir nicht weiterzukommen, also ja. Der Name dieses Levels ist wirklich Programm, die eingestürzte Treppe. Hier gibt's nichts. Also bei Darksiders ist es wirklich sehr wichtig, die Level richtig zu erkunden, sonst verpasst man da Dinge und ist dann nachher zu schwach. Okay, drei Harpunenangriffe reichen schon für so einen. Und wieder ein paar blaue Seelen, die hätte ich eben gebraucht. Und jetzt fliegen wir doch mal hoch. Schattenflug. So. Was sehe ich da vorne? Da ist wieder ein Lebenskern. Oh Gott. Und wir brauchen jede Menge extra Seelen. Autsch. Lass mich doch in Ruhe. Oh Gott, wie viele das sind. Aber gut, wir können ja von der einen zur anderen springen. Und weg, Ungeziefer. So, da vorne haben wir ihn. Bewacht von Autos, die mir nichts entgegenzusetzen haben. Wie heißt es denn so schön? Der Krieg erfasst einfach jeden. Keiner ist vor ihm gefeit. Drei Stück haben wir nun. Und weg. Irgendwie ist mir diese ganze Szenerie hier aber noch nicht geheuer. Es steigt irgendwie zu viel Rauch auf. Und es ist jetzt irgendwie zu ruhig. Irgendwas liegt da im Haar. Verdächtig. Nein! Das war knapp. Ich dachte gerade schnell, will in den Abgrund. Der Krieg ist des Kampfes müde. Okay. Es war so klar. Ich glaube, ihr erinnert euch an so ein Vieh. Das war einer unserer ersten Gegner, als wir noch stark waren. Na, kommt er jetzt zu uns, oder was? Tja. Komm her, ich bin bereit. Mal sehen, wie gut du dich gegen mich schlägst. Denn ich habe den Block-Gegenangriff. Okay. Scheinbar nützt Blocken nichts. Das ist sehr schade. Na, schlägst du nicht? Okay. Das ist mir eine Lehre. Na, was machst du? Nichts? Wow. Wow.
Okay, jetzt wird's knapp. Jetzt wird's verdammt knapp. Kann ich ihn wegstoßen? Oh, das klappt. Autsch. Also die Devise sollte die sein, abzuhauen, wenn er diesen Schlag ausführt. Das schaffe ich noch, das packe ich, ich sag's euch. Ich lass mich nicht von dir besiegen. Das wäre jetzt zu bitter. Okay, damit macht er auch ein bisschen Schaden, aber nicht allzu viel. Wow. Nein! Oh, fuck, habt ihr das gesehen? Ich konnte schon den Finishing Move ausführen. Ah, ich hasse es. Und dann immer noch so knapp. Was ist das für ein Mist? Lass mich einfach in Ruhe, Dämon. Ich will nur schnell da oben hin und dann mache ich ihn platt. Das ist echt ärgerlich. Das ist mega ärgerlich. Aber was soll's. Ich mach's einfach nochmal. Nein. Jetzt verarschen mich sogar die Fledermäuse. Was ist los mit den Tieren von heute? Der kommt doch jetzt nochmal, oder? Müsste er. Lass ihn nicht einfach davon kommen. Ja, da kommt er. Können wir das wegklicken? Wegklicken. Ich will es wegklicken. Ich brauche diese Cutscene nicht. Ich kenne deine Scheißfresse. Boom. Du hast mir ein Auto geschenkt. Wie nett von dir. Schade. Ich dachte, ich treffe zur Abwechslung mal. Spring. Los. Okay. Und schon hat es nicht funktioniert. Und schon hat es wieder nicht funktioniert. Ich glaube, es hackt nicht. Ah, geil. Ich könnte das jetzt endlos machen und er ist tot. Nee, das ist aber langweilig. Ich werde ihn nur ein bisschen schwächen. Oder kann ich ihn da runterschubsen? Ich will ihn da runterschubsen. Scheint leider nicht zu funktionieren. Aber das ist eine sichere Methode, nicht zu sterben. Er wird langsam wütend. Na, was machst du? Nur so. Okay. 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 Gebonkt ist gebonkt. Also ich traue mich nicht, das Blocken bei denen zu probieren. Ich habe es einmal gemacht und wie es scheint, hat das nichts genützt. Deswegen lasse ich es lieber. Der haut nämlich einmal zu und die Hälfte meines Lebens ist weg. Und da habe ich ehrlich gesagt nicht so viel Lust drauf. Dann können wir das nämlich noch ein viertes Mal machen. Also den werde ich in dem Video auf jeden Fall noch platt machen. Das lasse ich jetzt nicht auf mir sitzen. Ist auch ein stärkerer Zwischengegner. Allerdings, ja, wenn wir stark genug sind später, wird er auch Standard. Dann kommt er häufiger vor. Einfach, weil wir es dann können. Nicht, weil das Spiel sagt, es muss jetzt schwer werden. Wieder die gleiche Cutscene. Es tut mir leid, dass ich euch immer wieder dasselbe zeigen muss. Aber es ist eine Herausforderung. Und diesmal werden wir den Kerl schön mit dem Auto abwerfen.
Na toll. Will das Spiel mich verarschen, ganz im Ernst. Gerade jetzt. Gerade jetzt. Wo ich das Auto schmeißen wollte. Nein, das erlaube ich erst gar nicht. Spring doch. Autsch. Das habe ich nicht kommen sehen. Ja, mach doch, schlag doch, wie auch immer. Na, komm. Los. Trau dich. Und er springt wieder. Dieser Sprung ist... Autsch. Okay. Leute, wir werden es ein viertes Mal machen. Ja. Bis zum nächsten Mal.